in Richtung Möbius, dann wieder in Richtung andere Seite zu werden. Darf ich zu schnell? Gut zu machen. Ich freue mich, den ersten Platz in der Kategorie interdisziplinäres Projekt überreichen zu dürfen. Es war ein Projekt, das angetreten ist, eigentlich in der Mathematik, Informatik. Und es war ein wunderschön ausgearbeitetes Projekt. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir hier auch nochmal einen Landessieger hätten und haben den hier so vergeben. Die Geschwister Merle und Silvan Leitler wollten etwas für den Alltag der Menschen entwickeln, gefahren ist. Ich gratuliere den beiden jungen Forschern zu diesem ersten Platz für ein interdisziplinäres Projekt und die beiden können sich über einen Preis freuen und ich hoffe, sie bleiben ein bisschen dabei und entwickeln vielleicht für Leute, für Behinderte auch, die darauf angewiesen sind, weiterhin so nette Dinge.